Heute findet die heiß begehrte Motto-Party statt unter dem Namen Oscar Night. Wir haben uns gedacht, wir befragen ein paar Teilnehmer und Teamer, was sie darüber denken, welche Erwartungen sie haben. Heute findet ja die heiß begehrte Motto-Party statt unter dem Thema Oscar Night. Bist du aufgeregt? Ja, es hält sich eigentlich in Grenzen. Ich freue mich eher darüber, weil ich finde das Thema sehr cool. Und hast du Erwartungen irgendwie? Also ich hoffe auf jeden Fall, dass da ganz viele schöne Kleider sein werden, weil das finde ich voll schön. Und ja, Spaß, tanzen, mal gucken. Das heißt, du hast auch ein Outfit bestimmt, oder? Ja, natürlich. Also ich habe ein grünes Kleid und es ist mein Lieblingskleid und freue mich jetzt schon anzuziehen heute Abend. Das ist schön. Danke für das kurze Interview. Heute Abend findet ja die große Motto-Party statt unter dem Thema Oscar-Night. Wie steht ihr dazu? Habt ihr große Erwartungen, nicht so große Erwartungen? Ich habe überhaupt keine Erwartungen. Ich habe weder ein Kleid noch passende Schuhe dabei. Ich werde kommen wie immer. Naja, also wie alle wissen, befinden wir uns hier in Bad Segeberg in einer Jugendherberge und ich stelle mir das schwierig vor, das so glamourös zu machen. Ich möchte natürlich niemandem etwas unterstellen, aber ich habe jetzt auch nur ein Hemd dabei und habe jetzt auch keinen Hype um das Kleid gemacht. So. Ja. Das heißt, keine richtigen Outfits, aber schon irgendwie Outfits. Nein, ich habe kein richtiges Outfit. Wir werden schon was anziehen. Also. Okay, dann danke für das kleine Interview. Und wie denkst du so über die Motto-Party, Oscar? Was hast du für Erwartungen? Also ganz ehrlich, ich glaube, das wird wieder richtig, richtig, richtig hammergeil werden. Wir haben dieses Jahr Oscar Nights, ein richtig schön glamouröses Thema. JPF-Partys sind ja generell dafür bekannt, dass sie wirklich richtig fetzen. Und ich glaube, da werden noch einige Überraschungen passieren. Die Party-Crew hat einiges geplant. Ich freue mich wirklich, ja.